Sagt der Marco vom ehrlichen Essen. Heute bewegen wir uns gemeinsam mal Richtung Signature Line. Ja? Die Signature Line ist ja die Luxusreihe von McDonald's. Haben sie sich, glaube ich, damals aus den Ärmeln geschüttelt, als die ganzen Burgerläden mit ihren Premium-Burgern innen wurden. Ne? Und da haben sie sich gedacht, ah komm, da legen wir einen drauf und machen das auch. Und seit neuestem gibt es da den Signature Bacon and Egg Beef Burger. Ich habe nochmal unten geschält, habe es mir extra aufgeschrieben, weil der Name ist so kompliziert. Signature Bacon and Egg Beef Burger. Und den machen wir uns heute zu Hause nach. Den machen wir nach. Da hinten unten bei mir in der Küche. Und der Snackosaurus guckt zu. Einmal komplett auf den Blick, was wir für unseren Signature Bacon and Egg Beef Burger brauchen. Hier alles an frischen Zutaten. 200 Gramm schönes Rinderhack. Ich weiß, bei McDonald's sind es 150 Gramm. Komm, ne, wir machen selber was. Also 200 Gramm. Zwei schöne Scheiben Bacon. Ein Ei. Lollo Bianco Salat. Cheddar Käse. Ja, eine Burgerpresse, um unser Patty nachher zu machen. Natürlich ein Burgerbrötchen. Rote Zwiebeln sind mit dabei. So, und dann kümmern wir uns gleich noch um die Wild Mustard. Soße, die dabei ist, dafür brauchen wir Mayo, Senf und hier habe ich ein bisschen Gewürz. Salz, Pfeffer, Senfkörner, Paprika, aus so einer Gewürzmühle, ne? So hat jeder zu Hause. Also die meisten. Ein Burgergewürz, am besten natürlich meins, Burgerbums, ein Ketchup, der euch am besten schmeckt. Und nochmal hierzu, ihr könnt natürlich auch diesen körnigen Senf holen, ne? Aber ganz ehrlich, für mal einen Burger körnigen Senf holen, normalen Senf und selber ein bisschen Gewürze zu tun. Jo. Und aus dem allen bauen wir unseren Signature Bacon Egg Beef Burger von McDonald's. Kümmern wir uns um die Wild Mustard Soße, weil kümmern ist jetzt auch sehr weit hergeholt. Ein großer Schlag, ein großer Esslöffel Mayonnaise, ein Teelöffel vom Senf, ja, anderthalb. Das Ganze schon mal verrühren hier. Ja, kriegen wir halt eine senfigere Mayo. Die erwähnten Gewürze aus der Gewürzmühle verrühren. Und fertig ist unser Wild Mustard. Ah, ist der wild. Noch wilder, wenn ich hier die gesamten Kräuter auch noch mit reinmache. So, Gewürze. Fertig. Dann nur noch schnell. Burgerpresse. 200 Gramm Fleisch reindrücken. So schon mal leicht mit den Fingern verteilen. Ich esse es ja selber, also kann ich auch meine Hände benutzen. Zumal die sind ja auch immer gewaschen, ne? Ist ja klar. Leicht pressen. So. Und einmal kräftig stürzen. Bumm, war das laut? Sorry. Und dann Patty fertig. Meine Pfanne, Stufe 4 von 6. Sieht man nicht, dass es 4 ist, ne? Ist es aber, kennt mich ja. Die ist aber noch komplett kalt, weil gerade erst angemacht. Und wir legen trotzdem schon den Bacon rein. Dann kann der sich ganz entspannt und ruhig, verknuspern. Ne? Und wird nicht so schockgebraten. Ich finde es immer die schöne Methode, auch wenn es länger dauert. Ich meine, das dauert jetzt ja auch keine Stunden, ne? Wie man hört. Ja, und dann irgendwann mal wenden, ne? So. Und irgendwann ist er dann fertig und dann holt man sich den Bacon raus, logischerweise. Beim Spiegelei helfe ich mir ein bisschen mit so einem Dessertring. Den Rand sprühe ich mir ganz schnell ein mit Sprühfett, einfach damit es nicht klebt. So,
Und dann auch ratzifatz das Ei rein. Möglichst ohne Schale. So. Sehr schön. Jetzt lassen wir das hier im Dessertring auch mal kurz, ja, ein bisschen fest werden, damit es uns gleich nicht komplett wegläuft. Das Eigelb hat es leider zerrissen. Macht nichts, schmeckt ja trotzdem noch mal. Und wenn alles glatt geht, sollte man jetzt nach einer Minute, ach guck an, perfekt rund. Ich persönlich mag es, wenn es von beiden Seiten kurz angebraten ist. Also einmal drehen, ganz schnell, so. Und dann ist dieser Teil des Burgers auch schon fertig. Und wir nehmen die gleiche Pfanne wieder. Warum sollen wir jetzt alles wechseln? Ei und Bacon, Geschmack ist alles drin. So, Burger rein. Und auf jeder Seite so 2,5-3 Minuten bei der Stärke. Nach 3 Minuten einmal wenden. Bam. Ah, perfekt. Jetzt ordentlich würzen. Da kommt noch mal Bums drauf. Und noch mal 3 Minuten braten lassen. So, und nach 6 Minuten heißt es dann, fertig, rausholen, zack. Da habe ich die Kamera fast zu früh ausgemacht und schon umgestellt. Hier die Brötchen habe ich in der Resthitze von der Pfanne noch kurz angeknuspert. So, anrichten. So, da ist es. Wie man sieht, leicht angeröstet. Perfekt. Jetzt kriegt unser Bun, die untere Brötchenhälfte, was vom Ketchup. Eine ordentliche Ladung Gesundheit, Salat. Jetzt kommen unsere roten Zwiebeln, die wir da strategisch drauf verteilen. So. Food Designer achten ja mal darauf, dass so am Rand noch was liegt, damit man es auf dem Foto nachher ja sieht. Fürs Essen oder für den Geschmack ist das ziemlich egal. Rote Zwiebeln sind aber geil. Ups. Wie beim Original kommt jetzt auch der Käse ins Spiel. Sehr schön. Unser 200 Gramm Patty. Eieiei. Jetzt muss ich schon zurückgehen, damit man noch was sieht. Das Ei, unser Spiegelei. Die Bacon Chips, guck mal, wie die stehen. Geil. Ist das nicht eine Schönheit? Die schiebe ich mal ganz kurz zur Seite. Oh, da wiegt ja schon richtig was. Unsere obere Brötchenhälfte. Und die kriegt jetzt was von unserem Wild Mustard. So. Wieder her damit. Wieder zurückgeschoben. Und der letzte Deckel drauf. Zack. Es gibt so Momente im Leben, da sollte man einfach mal die Fresse halten. Guckt euch mal diesen Burger an. Alter Schwede. Boah, ist der schön. Mit viel Anlauf, weil der so groß ist. Da ist er. So, nochmal scharf gestellt. Alter, da ist ein Monster, ne? Also, aber ein richtig schönes Monster, finde ich. Und ich darf den probieren. Wie immer mache ich das auch. Und ich weiß jetzt schon, dass ich kleckern werde. Nützt ja nichts. Mahlzeit. Wahnsinnsteil. Guck mal. Oh, auch da nochmal schärfer, warte. Oh. So ein angebissener Hamburger, ne? Ah, da sieht ja alles, was drin ist, du. Ja, nützt nichts, noch einer.
Oh. Leute. Klar, man muss Bacon machen, man muss ein Ei machen. Ah, lecker! Das lohnt sich! Also wer den nicht nachmacht, der verpasst einfach einen mega geilen Burger. Und so saftig. Tschö! Und hier, ne? T-Shirts kaufen. Neu! Werbung! Einmal auf den Blick, alles was für uns, was wir unseren. Tag, der Marco vom Erik. Schön, dass du zugeschaut hast, das freut mich. Und jetzt guck mal, vielleicht interessiert dich ja noch eins davon oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.